meiner Seite, dass ich hier eingeladen bin und ein bisschen was über erzählen darf über unser Projekt und über, auch über das Tool, mit dem wir arbeiten. Wir sind ja quasi Nachbarn, Kofa und Partners ist zweimal ums Eck in der Dorotheagasse. Bin trotzdem das erste Mal hier in der Digital Society. Also Kofa und Partners arbeitet seit längerer Zeit an Projekten, sagen wir so, mit dem großen Thema Zivilgesellschaft und Politik. Also welchen Input kann die Politik von der Zivilgesellschaft bekommen, in welcher Form kann die Zivilgesellschaft ihre Anliegen, Ideen, Vorschläge einbringen? Und eben dieses Mal machen wir es mit dem Herrn Bundesratspräsidenten tot. Wir haben bereits bei den Bundesratsprojekten Digitalisierung und Politik mitgearbeitet. Dann gab es ein Projekt mit dem Thema Hass im Netz, also das Projekt ist Digitale Courage. Und jetzt geht es eben darum, wie man digitale Zukunft sozial gerecht gestalten kann. Und eben wie der Herr Bundesratspräsident schon gesagt hat, unter www.digitalerwandel.at findet die Online-Konsultation statt. Und wenn man sich anmeldet ich erkläre jetzt einfach ein bisschen, wie diese Plattform aufgebaut ist und wie man darauf arbeiten kann. Wenn man da einsteigt, meldet man sich mit Namen und E-Mail-Adresse an und dann kommt man in den Arbeitsbereich des Bundesrates. Und hier kann man Beiträge hochladen oder die bereits hochgeladenen Beiträge kommentieren oder Textänderungsvorschläge machen. Sie sehen, hier gibt es bereits von der GPA gibt's Beiträge, von Herrn Ilsinger, von der Digital Society auch. Und wenn man selbst einen Beitrag hochladen möchte, also ist es möglich, Beitrag, Titel eingeben, man kann ein Bild dazugeben und den Text einfügen. Wenn man wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Thema digitale Teilhabe, habe ich etwas zu sagen, dann sehe ich, was bereits gelb unterlegt ist, blassgelb, da wurde bereits ein Kommentar dazu abgegeben oder eine Textänderung in dem Fall. Wenn man das anklickt, sieht man das, kann diese Textänderung kommentieren, was auch hier passiert ist. Oder man kann immer einen oder mehrere Sätze hintereinander. Und ich kann jetzt selbst auch einen Kommentar dazu schreiben, wenn ich möchte. Ich schreibe jetzt nichts dazu, aber so kann man selbst auch kommentieren. Dann gehen wir zurück wieder auf Ansicht. So. Wenn man sich angemeldet hat, wenn ein neuer Kommentar auf einen Beitrag, den ich hochgeladen habe oder einen Kommentar, den ich dazu gestellt habe, kommt, werde ich per E-Mail benachrichtigt und ich kann so auch immer den Verlauf der Diskussion verfolgen. Weiters kann man über Info, kann man noch schauen, wer sonst noch angemeldet ist in der Diskussion und ich kann zum Beispiel schauen, wenn ich anklicke in Herrn Ilsinger, sehe ich, hier ist der Beitrag von Werner Ilsinger und sehe auch Textänderungen bzw. würde ich auch Kommentare sehen, die der Herr Ilsinger anderswo gemacht hat. Also das ist das Tool, das heißt Nixnet, das haben wir entwickelt bzw. entwickeln lassen. Einer unserer Softwareentwickler ist heute auch da, um mich zu unterstützen, falls Spezialfragen kommen, weil wir gemerkt haben, es braucht auch Tools, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln und eigentlich wie in einem Workshop miteinander Projekte und gemeinsame Lösungsansätze auszuarbeiten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man bereits einen fertigen Text hochlädt und den einfach nur kommentieren und diskutieren lässt. Und das war sozusagen unser Ansatz und der kommt jetzt beim Projekt von Herrn Tod und bei der Online-Konsultation eben zum Einsatz. Und ich würde Sie alle bitten, daran teilzunehmen. Ja, das war mal das Tool. Falls es noch weitere Fragen gibt zum Tool einmal, gerne. Eine Frage. Vor ein paar Tagen war die Erstellung von Ausstellung.
Vor 2 Tagen circa war die Erstellung von Beitragen gesperrt, ohne weitere Erkennung des Grundes. Okay. Könnte man da vielleicht anführen, wann solche Beitragssperren wieder freigegeben werden? Ich nehme an, das war eine technische Wartungsmaßnahme. Wahrscheinlich, System, ja. Ja. Das wäre nämlich gut, weil wenn man gerade keine Zeit hat und wirklich was raufladen möchte, dass man weiß, was da sinnvoll ist, wieder fortzusetzen. Sehr gerne, also auch so Inputs gerne, weil wir da arbeiten wir gern dran. Ja? Bitte doch. Danke. Ja. Danke. Ja. Haben Sie irgendwie mich verfolgt, wie lange es dann gesperrt war? Oder? Nein, aber nicht, ich wollte halt reinschauen, aber auch noch kein Zeit. Ja. Dankeschön. Danke. Die vom Herrn Präsidenten erwähnte Studie, die Studie ist von 2018, nehme ich an. Ja. Die 2017 war ja noch ein anderes Thema. Ne? 2017 war Demokratie neu starten. Mhm. Demokratie. Genau. Danke. Ja. Also über www.publicaffairs.ch kann man es runterladen. Die aktuelle und auch die alten Studien. Ich kann sie doch gerne zuschicken, wenn Sie wollen. Nur Frage, was bedeutet das Diagramm? Ich kann das entlesen. Kann man draufklicken und ein bisschen größer. Ja, aber was ist die Aussage? Das war das andere, glaube ich. Das andere? Das ist ein Balkenbereichsdiagramm, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe es jetzt nicht genau auswendig, aber das ist die Reihe nach Ländern, wie quasi die digitale Teilhabe. Ich habe schon Brille runtergeholt. Ja. Mhm. Was bedeutet die Bereichsbalken? Das sind 18- bis 24-Jährige sozusagen die Dreiecke, die Würfel sind sozusagen die älteren 65 bis 74 und quasi dazwischen von 0 bis 100% die Prozent der Bevölkerung in jeder Altersgruppe sozusagen ist quasi dieser Teilbereich und unten aufgereiht sind sozusagen die Länder. Ja, vielleicht das Stückchen nochmal draufstehen, dann sieht man es vollständig. Also, da sieht man sozusagen die Jüngeren, die das Internet benutzen, die Älteren, die das Internet benutzen und sozusagen der Gap dazwischen. Wenn man sich anschaut, Island habe ich hier ältere Internetbenutzer bei, ich weiß nicht, bei 90%, Jüngere bei 100% und als Gegenbeispiel Türkei habe ich bei den Älteren nicht einmal 5% Internetbenutzer. Und hier dazwischen sozusagen ist der Gap. Und je kleiner der Gap ist, desto besser ist es natürlich. Das ist sozusagen die Möglichkeit, überhaupt am Online-Leben teilzunehmen, weil wenn ich sozusagen nicht im Internet vertreten bin, wie in der Türkei, dort habe ich sozusagen eigentlich den Großteil der älteren Bevölkerung verloren. Wenn man sagen muss, dass 2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Internetzugang haben, darüber kann man das noch reden. Das ist auch ganz spannend, das geht. In Österreich sind es insgesamt so über 10%, die nicht dabei sind sozusagen. Aber wie gesagt, man sieht natürlich an der Grafik sehr schön, dass es da ganz große Unterschiede gibt. Also wie gesagt, Island ist dann ein führend in dem Bereich, wo eben diese Kluft am geringsten ist. Und man sollte natürlich versuchen, wenn man über das Thema Digitalisierung und Teilhabe spricht, dass das möglichst klein ist, weil dann haben wir die Chance, dass ein großer Teil der Bevölkerung partizipieren kann. Darf ich noch kurz sagen, dass Sie die Arena-Analyse angesprochen haben, den sozialen Zusammenhalt, die heurige. Also ich bin immer eine Mitautorin in der Arena-Analysen und da ist zum Thema Digitalisierung, also das ist eine qualitative Studie, wo wir so, heuer waren es glaube ich 60 oder 70 Experten, Expertinnen, aber aus den unterschiedlichsten Bereichen um ihre Einschätzung bitten. Und beim Thema Digitalisierung ist sehr stark rausgekommen, dass es auf der einen Seite etwas eine neue Möglichkeit ist, wie die Menschen sich vernetzen können, einen neuen Zusammenhalt schafft, aber natürlich auch einen die Gesellschaft wieder auseinandertreibt. Ja? Was eh irgendwie auf der Hand liegt, aber das ist sehr stark bei dieser Studie rausgekommen. Gibt es noch Fragen? Wolfgang. Ja, mein Name ist Wolfgang Kremser und der Bernd hat schon erwähnt, ich bin blind, im Laufe meines Lebens erblindet und bin aber durchaus sehr interessiert an digitaler Aufbereitung, weil es für
Sehbehinderte, vor allem blinde Menschen, sehr wichtig ist, weil nur über diesen Weg der Zugang zu Literatur, zu Information möglich ist. Beziehungsweise eine andere Alternative wären natürlich Tonbandaufnahmen bzw. Aufnahmen, aber das ist natürlich relativ auch aufwendig, das aufzubereiten. Ich habe selbst einen PC, einen Screenreader, das ist ein spezielles Programm, damit blinde Menschen den Textinhalt auch wahrnehmen können. Habe selbst ein Smartphone, bin da eher die Ausnahme, aber die Digitalisierung im Bereich der sehbehinderten und blinden Menschen hinkt natürlich ein wenig nach der normalen Gesellschaft. Und es wäre ganz besonders da wichtig, das zu fördern. In der Zwischenzeit gibt es schon einen Gratis-Screenreader, das ist ein Open-Source-Projekt aus Australien, der ist großteils deutsch übersetzt, also der kostet nichts, ist natürlich auch ein Vorteil, weil von einer Firma, wenn sie den kaufen, sind das schon knapp über 1000 Euro. Also da gibt es einige Möglichkeiten. Es ist auch wichtig, dass die Homepages barrierefrei nach dem internationalen Standard programmiert sind. Da ist Wien.at ein gutes Beispiel, das muss man wirklich sagen. Es gibt aber viele Homepages von Dienstleistern, die nicht wirklich gut nutzbar sind oder teilweise gar nicht nutzbar sind. Und wo das noch größere Problem liegt, ist es bei den Apps. Weil die App-Programmierer noch immer nicht irgendwie das begriffen haben, dass auch eine App barrierefrei programmiert werden kann. Es gibt einige gute Apps in Österreich, die nutzbar sind, zum Beispiel die Apotheken-App, die mit der Apothekerkammer gestaltet wurde. Es gibt auch einige Verkehrsnavigations-Apps, die sehr gut sind, wie zum Beispiel Kando. Die App ist wirklich sehr gut. Und was ich nicht verstehe, dass diese für blinde Menschen sehr gute App von den Wiener Linien aufgelassen wird und durch die neue Wien-Mobil-App ersetzt wird, die derzeit eigentlich unbrauchbar ist. Und das sind für mich Dinge, das passiert immer wieder, dass Apps angepasst werden, dass Sachen angepasst werden, die dann gut laufen und dann auf einmal wird es aufgelassen. Hat natürlich gewisse Gründe, okay, aber das sollte man, das Wissen, was da vorhanden ist, das sollte man nutzen. Und das ist ja für viele andere Menschen auch gut, weil wenn ein Programm, eine App optimal nutzbar ist, nicht nur barrierefrei ist, sondern auch optimal nutzbar ist, haben wir alle was davon. Und von Barrierefreiheit jetzt im allgemeinen Sinn, baulich und digital, hat ja die andere Bevölkerung auch einen Nutzen. Und man soll das nicht immer nur auf die geringere Gruppe der darauf angewiesenen Menschen reduzieren. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Gibt es sonst noch? Frage an den Herrn Präsidenten. Digitale Zeit, digitale Zukunft. Wann können wir digital wählen? Es gibt jetzt mittlerweile die Blockchain, die ja sicherlich da eine Menge ermöglicht. Bis jetzt haben wir die Wahrheit noch nicht gefunden dazu. Danke. Mein Vorgängerpräsident aus Vorarlberg hat ja dieses Thema sich angenommen. Und es gibt ja eine Reihe von Modellen, zum Beispiel Estland hat das ja schon vorgezeigt. In Österreich gab es einen Versuch, den der Verfassungsgerichtshof ja aufgehoben hat. Das war bei der österreichischen Hochschülerschaftswahlen, weil er halt untauglich war, ganz einfach. Und ich sage es einmal so, ja, also ich sage es jetzt einmal unzensuriert sage ich das. Das österreichische Wahlrecht
ist für viel zu viele Menschen undurchschaubar. Und das jetzt einmal so einfach, das ist sehr unzensuriert. Ja? Normalerweise würde ich das nicht so sagen. Warum ist das undurchschaubar? Weil bei uns, und das ist ja auch ein Novum, für alle Wahlen noch immer die Gemeinden zuständig sind. Ja? Bis vor, sag's jetzt, vor ungefähr 10 Jahren gab es zum Beispiel bei den Wählerverzeichnissen nur ganz wenige Städte, die diese Wählerverzeichnisse auch digital geführt haben. Also wo das in einer Datenbank erfasst ist. Es gibt ja erst seit der letzten Wahl also mit dem zentralen Melderegister zusammengespieltes zentrales Wählerverzeichnis. Der Versuch war ja immer da, das auch zu machen, und erst als man die gesetzliche Grundlage geschaffen hat, gibt es das. Ich weiß zum Beispiel von Bruck an der Mur, die sich bis zum Schluss geweigert haben, überhaupt ihre Wählerinnen und Wähler digital zu erfassen. Grund kenne ich nicht, weiß ich nicht, aber war so. Das heißt, erst jetzt sind die Voraussetzungen geschaffen worden, um überhaupt es einmal weiterzudenken, damit man in die Richtung kommt zum digitalen Wählen. Und bisher hat mir auch noch niemand erklären können, wie man das tut, damit es anonym bleibt. Das ist die große zentrale Frage. Wie schaffe ich ein digitales Wählen, also wie schaffe ich das, dass das geheim bleibt, dass das geheime Wahlrecht erhalten bleibt? Speziell muss ich den Staatstrojaner anschauen, ne? Das kommt ja dann auf uns sowieso zu. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich gehe davon aus, dass der Gesetzesvorschlag so durchgehen wird mit den Mehrheiten, die es gibt. Es ist ohne Begutachtung gemacht worden. Also, ja. Ich meine, nur Juristen und keine Techniker. Richtig. Fakt. Richtig. Richtig. Also, gut, wann digitales wählen kann, kann ich nicht beantworten. Ganz einfach. Ich habe herumgeredet. Ich habe es vorher ja in meinem Vortrag ja auch schon gesagt. Also wir als Digital Society sagen derzeit auch, ja, dass es in Wirklichkeit ist, vernünftig noch immer analog zu wählen, also sprich ein Papierl in eine Urne hineinzuwerfen, weil das momentan die einzige Möglichkeit ist, sicherzustellen, dass garantiert niemand weiß, was ich dort eingeworfen habe. Und in Wirklichkeit ist das ja eine Grundlage unserer Gesellschaft, weil wenn das nicht mehr gegeben wäre, dann habe ich keine Demokratie mehr, weil dann richten sich die Leute beim Wählen vielleicht nach äußeren Einflussfaktoren, und das muss man verhindern. Und solange es keine Technologie gibt, die das sicherstellt, dass man garantiert sagen kann, es ist nicht nachvollziehbar, was derjenige dort in die Urne geworfen hat, ist, glaube ich, gescheiter, wir bleiben beim Papier. Die Dinge, die ja passieren, Wählerverzeichnis haben Sie angesprochen, was ja momentan auch man sieht, dass sehr gut funktioniert, ist die Volks... wie heißen die? Sorry, ich verwechsel das immer. Volksbegehren, ja. Ja, das sehr gut war das, so, ja. Das war so sehr gut, dass die Server gleich mal am Anfang zusammengebrochen sind. Aber man hat gesehen, also Qualität, für die Leute ist das natürlich super, weil ich brauche nirgends mehr hingehen und ich kann das gemütlich von zu Hause aus machen. Also es gibt ja auch viele Dinge, wo man halt mitspielen kann, die nicht unbedingt die Wahlen betreffen. Aber Mitbestimmung fängt ja da an und endet bei Volksbegehren und sonstigen Dingen. Und die Wahl vielleicht hat noch ein bisschen Zeit, bis die entsprechende Technologie gefunden wird, die das halt sicherstellt, dass das weiterhin anonym ist. Vielleicht nur ein Satz zum Volksbegehren. Die Volksbegehren erfordern ja die Unterschrift und das klare Bekenntnis dazu, genau, dass ich das unterstütze, und das wird also
Daher ist diese Form natürlich eine Form, die ohne Probleme funktioniert. Ne? Fällt dort weg, aber damit hat man gesehen, dort funktioniert es auch sehr gut. Ne? Also die Leute haben das auch sehr, sehr wohlwollend angenommen, sage ich jetzt einmal. Ne? Sonst noch Fragen? Ich wollte einen Kommentar abgeben, auch ohne Mikrofon von hinten. Ich sehe noch ein weiteres Risiko für die Demokratie in einer digitalen Voting, ist nämlich, wie leicht ist eine Auszählung manipulierbar oder auch nicht manipulierbar und wie ist die Beweisführung. Abgegebene Papierstimmen müsste ich verbrennen oder sonstiges fortschaffen, um eine Nachzählung zu verhindern. Ein Database-Query kann man wie wahrscheinlich 80% der Leute manipulieren, dass das rauskommt, was ich gern hätte. Und solange das nicht gesichert ist, kann ich mir das für die Demokratie vorstellen, als stattfindet. Richtig. Norbert? Ja, meine Frage, wir sind ja von der Digitalisierung abgeschnitten, weil wir in Österreich sehr weit hinten im Ranking liegen, was den Breitbandausbau betrifft. Ja. Was ganz wichtig ist. Letztes Land, glaube ich. Und was auch noch bedauerlich ist, dass es noch immer, ich glaube von der EU kommt auch die Verordnung, und Deutschland hat sich jetzt davon verabschiedet, noch immer technologieneutral ausgeschrieben wird. Das heißt, in den Ausschreibungen hat jemand, der Kupfer anbietet, was vielleicht noch günstiger ist, noch immer die Chance, einen Zuschlag zu bekommen, obwohl das auch vollkommen veraltete Technologie ist. Und meiner Meinung nach dürfte eigentlich in Kupfer überhaupt keine Förderung mehr fließen. Ja. Ist so. Meine Feststellung, die so ist, bedauerlicherweise, Österreich ist wirklich ganz weit hinten. Also wir sind, glaube ich, letzter jetzt im europäischen Ranking, habe ich heute eine... Allerletzter sind wir, gell? Schlusslicht, rote Laterne. Ja, habe ich heute also eine Statistik gesehen und ja, bedauerlich, sehr bedauerlich, dass da nichts weitergeht. Also ich glaube, man müsste dort an mehreren Ebenen ansetzen und einer der großen Ebenen, glaube ich, sind auch die Gemeinden dafür, weil es vor allem daran scheitert, dass die Gemeinden verabsäumen, Leerrohre in die Straßen reinzulegen. Also bei mir in Breisbaum draußen hat man den Straßen aufgerissen und hat quasi die Telekom gefragt, wer denn Interesse hätte an einer schnelleren Technologie. Hat sie nicht gerechnet, deswegen hat man nichts gemacht. Hat die Straßen wieder zugeschüttet und drüber asphaltiert. Das ist halt vergeben für die nächsten wahrscheinlich 20 Jahre, weil die Straßen wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren deswegen keiner mehr aufreißen. Darf ich einen Satz dazu sagen? Aus dieser sogenannten Technologie-Milliarde hat man auch für die Gemeinden vorgesehen gehabt, dass genau das, was Sie jetzt gesagt haben, nämlich Leerrohre hineinzulegen, ja, und das auch vorzubereiten, gemacht werden kann. Und die Gemeinden haben über lange Zeit auch ansuchen können. Sie haben es noch nicht gemacht. Ja. Ich glaube nur, Sie haben es auch nicht verstanden. Ja. Also die war jetzt relativ einfach abgefasst, also das könnte jeder Gemeindesekretär und auch jeder Landbürgermeister kapieren, was da drinnen gestanden ist. Das ist nichts anderes, wie einen Antrag ausfüllen kann, das kann ich noch dazu am Computer tun und abschicken. Aber nur bitte, eine Leerverordnung ist doch keine Garantie dafür, dass dann der nächstgelegene Netzbetreiber natürlich was reinlässt. Ne? Ja, aber zumindest gibt es es einmal. Zumindest kannst du das relativ ohne Aufwand machen. Ja, stimmt, aber das ist doch auch kein Netz. Nein, es ist noch kein Netz, aber es ist die Möglichkeit, zumindest ohne Rieseninvestitionen zu einem zu kommen. Also ein Beispiel aus meiner Heimatgemeinde Klosterneuburg, im Moment wird dort die Straße aufgegraben und Fernwärme verlegt, da wird jetzt sehr wohl Glas dazu gelegt. Ja. Was aber an sich nicht notwendig wäre, weil es gibt die Technologie, Glasfaser in bestehende Kanalverrohrungen zu verlegen, bis zu jeder Wohnung. Also das Problem nicht, dass man sagt, man muss die Straße auflassen. Das ist nicht so. Und das zweite Thema, das ich spannend finde, ist... Das ist sehr preiswert, wenn man über Kanalverrohrungen Also eine spannende Geschichte finde ich auch, dass man bei allen anderen Netzen es mittlerweile geschafft hat, dass man nur ein Netz mehr baut. Ja.
Also Straßennetz ist klar, da bauen nicht zwei Straßenbetreiber nebeneinander Straßen. Beim Stromnetz hat man getrennt die Stromprovider von den Netzbetreibern und ich baue auch nur ein Stromnetz. Das Einzige, wo man das nicht tut, ist in Wirklichkeit die Telekommunikation, weil dort gibt es parallel unterschiedlichste Anbieter, die halt ihre Netze parallel aufziehen. Also wenigstens die Masten werden jetzt schon getrennt. Aber auch nur, weil man es verordnet hat. Genau. Ja. Also ohne gesetzliche Intervention hätte man wahrscheinlich doppelt so viel oder dreimal so viele Handymasten rumstehen. Ne? Aber darf ich kurz sagen, ich nehme das auch gerne mit und schreibe mal eine Anfrage an den Herrn Infrastrukturminister. Ich lasse euch dann die Antwort zurückzukommen. Er nennt dann alle Paragraphen, was schon alles also, gemacht worden ist. Es ist leider auch so, schon mal in einem Panel dabei, muss sagen, dass jetzt die Länder natürlich jeder wieder sozusagen ihre eigene Suppe kochen. Sich eigentlich nicht zusammentun und sagen, was wäre am besten für Österreich. Und da die Gelder eigentlich zusammengibt, sondern jedes Land versucht sozusagen die Digitalisierung voranzutreiben. Und da gibt es sicherlich sehr viele Parallelen, wo man Geld einsparen könnte. Wenn sich die Länder einigen, da nicht jeder sein eigenes Netz aufzuziehen, sondern nur wirtschaftspolitischen Vorteil, sondern wenn man da vielleicht auch Gesetze schafft, dass das eigentlich vorgelegt wird. Ich sage dazu, ich bin ein bisschen anderer Meinung dazu, weil die Gegebenheiten in den Ländern sehr oft von den Prioritäten auch in den Ländern abhängig sind, in den Bundesländern und in den Regionen abhängig sind. Ich bin schon eurer Meinung, dass es besser wäre, ein Netz zu haben. Nur die Steuerung, wo das hingebracht wird, da bin ich deswegen ein bisschen skeptisch, weil dann einige Gemeinden oder entlegene Gemeinden natürlich auf der Strecke bleiben. Und ich glaube, dass man sich schon sehr kümmern muss, auch darum, ich sage jetzt, es gibt viele Punkte, warum auch Digitalisierung wichtig ist, warum auch zum Beispiel Breitbandausbau wichtig ist, dass man Standorte auch in Bereiche hat, die von Abwanderung bedroht sind und vieles andere mehr und Veränderungen bringen muss. Nur wenn die dort nichts investieren, dann wird niemand was hinlegen und wird niemand was tun. Und wenn ich nichts anbieten kann an Breitband, dann wird der Firma dort nicht hingehen. Daher ist schon auch die Politik vor Ort gefordert, sich um diese Fragen zu kümmern. Also ich glaube, dass der Gemeindebund sich an sich schon ganz gut einsetzt. Also was ich jetzt so lese in den Zeitschriften des Gemeindebundes. Aber ich halte schon für wichtig, dass sich Politiker vor Ort, auch in den Gemeinden und überall dafür einsetzen, um da etwas weiterzubringen. Viele setzen halt andere Prioritäten. Das ist das andere Problem dazu. Weitere Fragen? Wir haben da drinnen im Titel die digitale Zukunft sozial gerecht gestalten. Wenn man davon ausgeht, dass nur die Prognosen, die heute erstellt werden über die Zunahme der Arbeitslosigkeit, nur ansatzweise eintreffen, haben wir trotzdem mehr Arbeitslose als heute. Also jetzt sind wir, glaube ich, gerade beim Standort von 1930 herum. Und dann werden wir wahrscheinlich auch um die Diskussion eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht herumkommen. Wie steht da der Bundesrat dazu? Da hat man noch nie darüber diskutiert. Gut. Also das
Die Frage des Grundeinkommens ist ja ein grünes Projekt, soweit mir das bekannt ist. Und der Bundesrat besteht genauso wie die Österreich, wie der Nationalrat natürlich nicht nur aus Vertretern der Bundesländer, sondern die gehören auch Parteien an. Ja? Und diese Diskussion ist parteiübergreifend, so wie wir Digitalisierung jetzt parteiübergreifend diskutieren, ist diese Frage sicher nicht diskutiert worden. Ob man sich jetzt dann auseinandersetzen muss, ist eine andere Frage. Ich glaube, die Frage, die vorher zu beantworten ist, wie Arbeit anders verteilt wird. Wie wird Arbeit anders verteilt? Also die Frage der Arbeitsverteilung, also der Arbeitszeitverteilung, ist, glaube ich, vorher zu beantworten. Digitalisierung und die Veränderung von Arbeitswelt bringt natürlich ganz andere Maßnahmen mit sich. Ja? Und da sind jetzt nicht nur die Arbeitnehmerorganisationen gefordert, sondern da ist natürlich auch die Wirtschaftskammer gefordert. Ja, die Sozialpartner schon, aber die Wirtschaftskammer auch auf der Seite, die ja sehr viele diese Ein-Personen-Unternehmen in ihrem Bereich organisiert und daher ganz andere Zugänge braucht, dass sie im klassischen Wirtschaftskammerbereich Zugänge hat. Wenn die Fragestellung ist, ist diese Organisationsform oder diese sogenannten Mitinnungen und alle diese Dinge, ist das überhaupt für sie noch zeitgemäß? Die Frage muss man sich stellen. Dasselbe gilt für die Arbeitnehmerseite. Werden sie die Gewerkschaften auch die Frage stellen müssen, wie ist die Frage der Arbeitszeit zu beurteilen? Die klassische Form, was das Schönste ist, die erkämpfte Form, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Freizeit. Die klassische Form wird auch von vielen Arbeitnehmerinnen und auch Arbeitnehmern nicht mehr aufrechterhalten, weil natürlich diese digitale Form natürlich auch zur Selbstausbeutung führt. Weil man ist halt am Wochenende online, man ist halt auch in seiner Freizeit online und man ist auch in seiner Freizeit erreichbar. Sag einmal, einer Erwerbsarbeit nachgegangen bin, war ich die letzten 20 Jahre, habe ich mich schon selbst ausgebeutet. Also das ist für mich persönlich. Und ich kenne meinen Umkreis, in meinem Freundeskreis, bei vielen, vielen jungen Menschen dieselbe Form. Also da schwimmt Arbeitszeit, Freizeit. Das ist eine Frage der Verteilung von Arbeit. Also das ist die Frage auch der klassischen Form. Ja. Da werden sich die Arbeitnehmerorganisationen damit beschäftigen müssen, was sie auch tun. Wird ja auch gefördert durch die all-inclusive Gehälter. Ne? Genau, immer mehr. Genau. Werden ja immer mehr. Was sie auch tun. Aus medizinischer Sicht allerdings auch. Ne? Jeder muss irgendwann einmal Ruhe geben und sich ausspannen und erholen. Da geht es schlecht, dass man dann 12 Stunden und vielleicht noch mehr einführt, vor allem wenn man dann die Reisezeiten, Abreisezeiten und die persönlichen Verpflichtungen der Familie dann natürlich, da kommen wir jetzt mit den 12 Stunden hin, die so offensichtlich mehr oder weniger ein falsches Geld ist, wenn man es zumindest so hört in der Diskussion eingeführt werden soll, dann dorthin, dass bald in der Familie, was ich berufstätige Mütter oder Väter mit erzielten Verpflichtungen gibt, die kaum mehr 5 Stunden pro Tag stattfinden. Ja, ich gebe schon recht, dass das eine Frage ist, die man sich beantworten muss. Aber die Frage kommt natürlich im Zuge von mehr Digitalisierung noch stärker auf uns zu. Und die Frage muss man beantworten. Wie regelt man das? Über die Digitalisierung redet, das ist doch früher schon, weil durch die Digitalisierung wird das Problem noch verschärft. Ich glaube, dass das beides ein Prozess ist, der miteinander in verwoben ist. Ja. Also. Ich würde Sie gerne einladen, Ihre Ideen dazu in die Online-Diskussion. Genau, das ist nämlich so eine klassische Form.
Eine persönliche Frage an Sie, haben Sie sich wirklich selbst ausgebeutet gefühlt oder fühlen Sie sich in der im Nachhinein ausgebeutet? Natürlich also nicht, ich habe es nur, nur beschrieben. Aber es ist eine klassische Form von Selbstausbeutung. Ja, das müsste man eher tun. Der eine neigt halt dazu, es hat immer schon Leute gegeben, die haben mehr gearbeitet und andere, die haben nicht gearbeitet. Gut, ich denke, wir haben jetzt da eh einiges diskutiert. Ich würde gerne an diesem Punkt sozusagen den offiziellen Teil der Veranstaltung beenden. Ich denke mir, viele der Themen, die wir gerade diskutiert haben, lassen sich da hinten bei einem Gläschen Wein vielleicht noch weiter vertiefen. Ich möchte mich ganz herzlich beim Herrn Präsidenten Dotfer bedanken, dass er bei uns vorbeigeschaut hat, auch dass die Digital Society mitarbeiten darf bei dem Projekt und auch bei der Frau Fernsebner, die gekommen ist und uns die Diskussionsplattform vorgestellt hat. Bitte sie heftigst zu verwenden. Vielleicht auch noch ein kurzer Aufruf. Es gibt am 12., glaube ich, ist es, wenn ich es richtig habe? Am 10. April ein World Café am Nachmittag im Parlament, wo wir sozusagen die Diskussion, die hier online stattfindet, noch einmal offline in einem World Café bearbeiten wollen. World Café, vielleicht für die, die es nicht kennen, gibt es Tische, wo man an einem Flipchart Dinge mitschreibt und mit den um den Tisch Stehenden gemeinsam sozusagen ein Thema bearbeitet. Und falls jemand Interesse daran hat, bei dem World Café teilzunehmen, bitte mir das zu sagen. Ich schicke dann gerne sozusagen den Einladungslink auch weiter und würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere dort vorbeischaut und mitarbeitet. Ich würde mich auch freuen, wenn ich Sie wieder sehen werde. Gut, dann bleibt mich nur mal noch einmal zu bedanken bei den Vortragenden und bei den Teilnehmern des heutigen Abends. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn wir hinten noch bei einem Glas zusammenstehen können und ein bisschen weiter diskutieren. Dankeschön.